Die Freudenauer Schamottfabrik auf dem Pratergelände vor den Toren Wiens. Hier lebt und arbeitet die Wienerin Martina Michelfeit mit ihren 30 Pferden. Für Martina liegt hier das Glück dieser Erde. Ihr morgendlicher Rundgang beginnt auf der Koppel. Zum Morgenritual gehört die persönliche Begrüßung mit Namen. Morgen Sophie, grüß dich, schau nicht so grantig. Hallo Peggy Sue, guten Morgen. Die Namen ändern sich, es haben auch manche, haben oft zwei, drei Namen, die sich einfach im Laufe des Lebens aufgrund ihres Charakters und ihrer Art und Weise, wie man mit ihnen arbeitet, dann irgendwie ergeben. Also zum Beispiel die Sally hat so einen kleinen Hintern, deswegen sagen alle Bubse zu ihr, ne, weil wenn sie im Gespann vor einem geht, dann wackelt sie immer so dahin. Ja, Dickbär sind natürlich auch so Kosenamen, die halt dann daraus entstehen, dass man mit ihnen ein bisschen verzartelter spricht. Nach der zärtlichen Begrüßung beginnt die Arbeit, denn Martina ist Fiakerin, also Kutscherin. Jeden Morgen macht sie mit ihrer Mitarbeiterin die Kutsche für die Fahrt in die Wiener Innenstadt startklar. Das ist ein Landauer, der ist bereit zu fahren. Wir können ihn geschlossen fahren und wir können ihn offen fahren. Jetzt sind wir bei den warmen Temperaturen. Wird er natürlich geöffnet. Der Landauer war an sich ursprünglich nicht das klassische Fiakerfahrzeug, das war der Victoria, aber hat sich jetzt im Stammplatzgeschäft als das praktikabelste erwiesen. Der ist 120 Jahre alt, haben wir vor 2 Jahren Sockel saniert. Die wertvolle Karosserie wird zum Cabrio und dann auf Hochglanz gewienert, denn Wagen sollen blitzblank aussehen, eine Frage der Ehre für die Kutscher. Routiniert zäumt Martina die beiden Zugpferde auf, Traberstute Lady und der Max vertrauen Martina. Also auf was man da sehr aufpassen muss, ist, dass man natürlich am Kopf arbeitet vom Pferd und man das sehr liebevoll und langsam macht. Die sind jetzt schon sehr trainiert und erwarten sich von mir nichts Böses. Diese Ohrenhauben sind wegen der Fliegen und weil es ein bisschen hübsch ausschaut. Wir versuchen es halt farblich abzustimmen. Auf die Kutsche. Das Angenehme an den beiden ist, dass sie sehr brav vorwärts gehen. Also ich muss sie nicht treiben, aber auch sehr unhysterisch in Situationen, wo man dann doch mal einem LKW begegnet. Für Diskussionen unter Fiakern und Touristen sorgen immer noch die behördlich vorgeschriebenen Pferdeäpfel-Auffangsäcke. Das sind die Pubeks. Wir sagen ja im Wienerischen einfach Scheißsackerln dazu. An der Betonung merken sie auch, wie glücklich wir mit diesen Sachen sind. Da kommt jetzt noch ein Kübel hinein und am Standplatz haben wir natürlich Container, wo wir das dann reinleeren können. Das Gespann ist nun fahrbereit. Es fehlt nur noch der Fiakerhut, der sogenannte Stösser. Jetzt ist die studierte Soziologin Martina ganz Fiakerin und macht sich mit Max und Lady auf in Richtung Wiener Innenstadt. Mein Pferdevirus hat eigentlich schon als Kind begonnen. Ich war 8 Jahre alt und habe im Ponykarussell Pferde geführt. Und die Fiakerei kam dann irgendwann einmal in meinen Teenager-Tagen dazu, dass ich die erste Fiakerin Wiens kennengelernt habe. Und die hat mir dann gefragt, magst du dich bei uns auch Pferd bewegen? Auf der Fahrt über die Aspernallee trifft Martina eine Kollegin. Ein kleiner Plausch von Kutsche zu Kutsche gehört zum frühen Morgen dazu wie der Kaffee to go. Ich habe zur Matura mir mein erstes eigenes Pferd geschenkt mit dem Geld von der Omi. Gegen den Willen meiner Eltern. Und irgendwann einmal war dann die Entscheidung, halt Pferde eigentlich letztendlich zu meinem Beruf zu machen. Anfahrt zu ihrem Standplatz direkt vor dem Wiener Stephansdom. Auch hier sind noch Vorbereitungen zu treffen. Bei Temperaturen über 35 Grad kümmert sich Martina erst einmal um genügend Wasser für ihre Tiere. Bis zu 30 Liter bekommen die Pferde pro Tag. Nach einer Pause zeigt uns Martina ihre Stammstrecke in der Wiener Innenstadt. Schauen wir mal, was sich tut am Parcours. Wir sind jetzt in der Innenstadt im ersten Bezirk, fahren jetzt gerade an die Tuchlauben ein. Wie wir sehen, es ist recht viel Verkehr, viele Menschen. Es sind auch viele Fiaker unterwegs zurzeit, weil wir ja Hochsaison haben. Jetzt fahren wir in die Steindlgasse. Da kommt jetzt rechts vorne eines der ältesten Restaurants von Wien. Das Haus wurde erstmals 1566 als Haus zum Goldenen Drachen erwähnt. Obwohl die Fiaker keine Fremdenführer sind, wollen die Gäste immer etwas wissen.
Was halt anstrengend ist, ist, dass wir dabei reden und es ist relativ laut. Und wenn dir die Leute nicht zuhören und dann aber doch wissen wollen und du musst das zweimal hintereinander sagen, weil sie unaufmerksam waren, das ärgert vielleicht ab und an. Aber sonst, wenn mich was nervt, drehe ich mich nicht mehr um. In der zweispännigen Kutsche geht es über den Michaelerplatz an der Wiener Hofburg vorbei, der berühmten Habsburger Residenz, wo schon Sissi, die Kaiserin von Österreich, mit ihrer Kutsche fuhr. Eigentlich ist es bei uns mehr die Atmosphäre, die gekauft wird, nicht? Also wir erzählen halt ein bisschen so Anekdoten und Geschichten und je nachdem, wie wir halt gerade drauf sind. Alles andere steht eh im Reiseführer und dann gibt es eh diese komischen Busse. Zu den Highlights von Martinas Rundfahrt gehören auch die berühmte Albertina mit ihrer Grafiksammlung und die Wiener Staatsoper. Und der Bitzinger, einer der bekanntesten Würstelstände Wiens. An Opernabenden warten hier Politiker, Prominente und Touristen geduldig auf ihren Käsekreiner. Wien ohne Würstel ist wie Wien ohne Kaffee, also undenkbar für die Wiener. Martina macht Pause im Café Korb, ihrem Lieblingscafé. Zeit für eine kleine Wiener Kaffeekunde. Ich bin ungern woanders, weil der Kaffee einfach, den Kaffee woanders kannst du nicht saufen. Ja, also Kaffee kann man wirklich nur in Wien machen. Ja, ich habe drei Wiener Traditionscafés vor mir stehen. Das eine ist der Mokka, das ist einfach kurz durchgelassen. Gibt es in verschiedenen Größen, das ist der ganz kleine, der mittlere und wenn er dann schon noch größer ist, dann ist er der verlängerte. Das ist die klassische Melange, auf die stehe ich besonders. Halb Kaffee, halb warme Milch. Und das habe ich mal bestellt, damit ich es Ihnen mal zeigen kann, das ist der Fiaker. Da ist Schlagobers dabei und ein bisschen Rum drinnen, weil man uns ja immer nachsagt, dass wir auch dem Alkoholiker zugeneigt sind. Ich persönlich nicht, wie gesagt, ich bevorzuge den Melange. Jeder Wiener hat so sein Kaffeehaus. Man ist irgendwo zu Hause. Nein, man ist zu Hause und nicht daheim. Man trifft immer Leute, mit denen man quatschen kann. Das ist Teil des Lebenskonzepts. Ja. Man verbringt eigentlich wenig Zeit zu Hause, sondern man geht ins Kaffeehaus. Darfst du noch was sagen, die Dame? Nein, ich glaube, ich muss das jetzt einmal schaffen. Gerne, danke. Danke. In den touristischen Abteilungen setzen sie sich irgendwo hin, ja, werden in 20 Minuten abgefüttert und dann gibt ihnen der Kellner zu verstehen, dass er sie nicht mehr will. Hier kommt der Kellner her und sagt, willst du eine Melange haben, willst du einen Kaffee oder kann ich da noch was bringen? Ja? Und wenn du sagst, nein, ich hätte nur gerne ein Glas Wasser, dann kriegst du das auch. Und das ist das, was den Unterschied ausmacht. Die Pause in ihrem zweiten Zuhause ist zu Ende. Ein guter Kaffee und dann wieder ihre geliebten Pferde. Die Wohlfühlkombination für Martina. Fiakerin Martina Michelfeit hat ihr Herz längst an Wien verloren. Wien hat alles. Wien hat Kunst, Wien hat Kultur, Wien hat Sport, Wien hat Prolos. Also ich möchte mit keinem Platz der Welt tauschen.